Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon. Let's go, Evoli. Endlich geht's los und wir können uns ersten Pokémon fangen. Ich sehe auch schon drei. Und das erste, was wir hier fangen wollen, ist das Radfratz. Wir sind um Route 1, wo dieses Radfratz gerade abgehauen ist. Und wir wollen jetzt, müssen wir tatsächlich das Taubsi fangen. Habe ich Pokébälle? Ja, ich habe 50 Pokébälle. Okay. Okay. Jawohl, guter Wurf. Ich möchte. Also Taubsi wird auf jeden Fall nicht mein Teammitglied. Ich weiß noch nicht, wie das Team am Ende aussehen wird. Hier, wo die ist, klar, ist fix. Aber die anderen müssen mal gucken. So, Taubsi erstmal gefangen. Und es gibt noch dazu einige Sachen zu beachten. Neues Pokémon, guter Wurf, Wurftechnik. Also es gibt auf jeden Fall einige EP mehr, wenn wir ein neues Pokémon haben. Gute Wurftechnik und. Und so einfach geht das Ganze dann. Wir müssen nicht jedes einzelne Pokémon bekämpfen, sondern wir müssen es fangen. So, Taubsi ist auf jeden Fall schon mal drin. Aber es wird nicht unser Pokémon sein, was wir dann offiziell mit ins Team nehmen. So, Clefensa. Den werden wir erstmal fangen, damit wir das auch schon mal im Sack haben. Okay. Na gut, das kann ja mal passieren. Das ist doch Pokémon aus. Oh, ein einfach fabelhafter Wurf. Sehr gut. Jetzt ist es drin. Klasse, Knuffensa ist gefangen. Dafür gibt es 31 Erfahrungspunkte. Neues Pokémon, fabelhafter Wurf und die Wurftechnik. Umso besser die Wurftechnik, umso höher wird der Level. Evoli geht schon mal hoch auf Level 6. Und lernt Rockzocki. Den Eintrag für Knurfensa gibt es noch dazu. So, mal gucken. Kann ich jetzt irgendwas ändern? Ah, ich kann mit Y Pokebox auswählen. Okay, dann kann ich die zwei Schuhe rauswerfen wieder. So, und dann holen wir uns das Radfratz hier schnell, ne? Gibt 9 WP. Ah, das, wie gesagt, das ist ein bisschen wie Pokémon Let's Go. Pokémon Go. Oh, das war nicht mal ein fabelhafter Wurf, okay. Das war nicht mal ein guter Wurf. So, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit in den Sack. Mit dabei. Radfratz wurde gefangen. Dafür gibt es meine 10 Erfahrungspunkte. So, haben wir das auch. Brauchen wir nicht. So, dann haben wir, glaube ich, fast alles, was hier auf der Route schon noch unterwegs ist. So, und bezüglich des ersten Ordens, ich möchte mir gerne Clefensa von mitnehmen. Ja, möchte ich aufgeben. Weil ich Clefensa sehr gerne ins Team haben, möchte. Das heißt, wir werden uns gucken, dass wir ein weibliches auf Clefensa kriegen. Und da ist schon eins. Oh, das war ein großartiger Wurf. Sehr gut. So, jetzt kommt die Polizei. Ich muss mal kurz mein Dings ausmachen. Okay, weiter geht's. Auch hier gibt es 31 Erfolge. 31... Erfahrungspunkte. Hier könnt ihr uns mit, indem ihr immer die gleichen Pokémon fangt, auch richtig gute Erfahrungspunkte machen. So, jedenfalls ist Clefensa mit einem Teammitglied. Das möchte ich haben bezüglich des ersten Ordens. Ich denke, das wird Rocko sein, der erste. So, Pokémon Team. Ja, ich muss mich jetzt wieder umgewöhnen. Ich muss mich wieder umgewöhnen. So, hier gibt es keine Pokéboxen mehr, sondern einfach nur welche Teams sind die da. Jo, dann haben wir schon zwei Teammitglieder. Sehr gut. Und hier haben wir den ersten Knops. Sie sind nicht doof hier. Ich habe immer ein bisschen Angst davor, sie runterzuhüpfen. Aber so kommt man am schnellsten nach Alabastia zurück. Jo, durchaus richtig.
So, hier gibt es keine Pokémon. Radfahrts haben wir schon. So, das Gute ist, wir können Pokémon noch ein bisschen ausweichen. So, gucken wir mal. Was haben wir hier? Löscht. Und auch hier der nächste Knirps noch. Boah, was hast du denn für ein cooles Pokémon? Ich will nachher mein Lieblings-Pokémon. Dann können wir kämpfen. Okay, du möchtest wieder kämpfen. Das ist gut. So, damit erreichen wir mit Veritania City die nächste Stadt. Eigentlich. Ach, du möchtest da hinten die Blumen. Oh, Evoli. Evoli bei der Kratze überglücklich. Die Blumen, die sich im Wind wiegen. Ja, normalerweise, wie man das aus Rot, Blau und Gelb kennt, ist der erste Weg in den Pokémon-Supermarkt. Aber der ist uns jetzt gerade versperrt. Deswegen quatschen wir gerade kurz mit dem Käfer-Sammler hier. Hey, soll ich dir was über Raupi und Honio erzählen? Raupi ist nicht besonders gefährlich. Honio hat aber einen giftigen Stachel auf dem Kopf. Du musst aufpassen, dass deine Pokémon nicht piekst. Okay, gut zu wissen. Gut, dann quatsch ich mit dem älteren Herr hier mal. Was bist du denn für einer? Du versuchst den Pokédex und vollständig. Dann gebe ich dir einen Rat mit auf den Weg. Man kann nie genug Pokébälle haben. Kauf den Pokémon-Supermarkt am besten auf der Stelle einen ordentlichen Vorort. Richtig. Ist das ein Pokémon, das du dabei hast? Cool. Ich finde es klasse, dass man mit seinem Lieblings-Pokémon spazieren gehen kann. Wann immer man will. Ja, und die zwei habe ich da gerade gesehen. Ja, natürlich kommen die einem bekannt vor. Wer kennt die zwei Schurken nicht? Aber hier ist, wie immer auch in den Originalspielen, ist tatsächlich hier hinten ein versteckter Trank zu finden. An diesem Zersteinerbusch. Den kann man noch nicht einsetzen, natürlich. Aber, ja. Gut, okay, Route 22 ist die nächste. Hier werden wir nicht allzu weit kommen. Ich möchte hier nur kurz mal gucken, was es so ein Pokémon gibt. Ein neues Pokémon, was wir noch nicht kennen, ist dieses Habitat, was hier rumläuft. Und übrigens gibt es hier nur 150 Pokémon. Also, wo der reinfällt. Ein Kurftrainer kommt hier hin. Ach so, okay. Ja, weil ich auf die falsche Taste gekommen bin. Oh yeah, großartig. Ich muss mich das mal ausmachen wieder. Aber jedenfalls haben wir dieses Habitat erstmal gefangen. Und auch das gibt deutlich mehr Erfahrungspunkte. Mit einem neuen Pokémon, großartiger Wurf, mit einem Wurf einen Körper. 54 Erfahrungspunkte für Habitat. Und hier wird ein Level haben. Die wollen die Level 7, Knopfenser Level 5. So, und Habitat, na, dann weiß ich noch nicht. Ich werde wahrscheinlich ein anderes Pokémon noch ziehen. So, mal gucken, wie unser Team dann am Ende aussieht. Habitat ist auf jeden Fall erstmal drin. Ach ja, okay. Kann ich die nicht rausnehmen? So, dann versuchen wir hier das Nidorino zu fangen. Und auch Nidorino möchte tatsächlich in unser Team. Weil ich will Nidoken gerne ins Team haben. Ich mag es. Und mit diesem großartigen Wurf sollte uns das doch ohne Probleme gelingen. Und dieses Nidoran ist in, also männliche Nidoran, ist in unserem Sack wieder gute Erfahrungspunkte. Level 8, Evoli, Level 6, Knofenser. So, dann haben wir das im Sack. So. Ich weiß nicht, wie wir. So, ich glaube, ich kann ihn irgendwie rausmachen. Ja, super. Ich will den gar nicht benutzen. Ich muss. Kann ich hier nicht irgendwie ausmachen?
Ja. So, okay. Dann gehen wir mal ins Team. Und nehmen Habitag mal raus. Ach, so, mal gucken, was wir hier rausnehmen können. Habitag aus Team entfernen. So, haben wir hier noch irgendwas, was uns jetzt gerade fehlt? Gut, Clefancer ist ja hier das Pokémon, was... Na, schauen wir nicht. Okay, schauen wir nur Habitag. Dann haben wir Nidoran. Gut, dann haben wir zumindest erfolgreich das gemacht. Hier, also hier könnten wir uns auch mal kämpfen, fällt mir gerade ein. Stimmt, hier kann man gegen ihn... Hier könnten wir theoretisch gegen unseren Rivalen antreten, wenn der jetzt hier auch kommt. Nö, kommt er nicht. Okay. Mal hier irgendwo noch ein Pokémon. Außer dieses Nidoran. Scheinbar nicht. Doch, da oben. Noch das Weibliche davon. Ach nein, ich will doch nicht das Männliche nehmen. Nein, nein, nein. Ja, bitte. So, dann nehmen wir uns das Weibliche Nidoran noch stärker zu. Mit bisschen Glück im Runterspringen hat es auch erwischt. Wir wollen es aber nur kurz mitnehmen. So. 40 Erfahrungspunkte. Level 4 findet Männchen in die Duran. So, weibliche geht jetzt mit. Dazu. So, Team. Ich weiß, dass ich den Kopftrainer nicht ausschalten kann, ne? So, wir können mal speichern kurz. So. Na, ich weiß nicht, Kontakt, den hätte ich jetzt gerne ungern gelassen. So, Habitag, wir können ja, könnt jetzt weiter fangen, aber ja, schau mal, irgendwie dann doch nicht. Genau. Okay. Ich glaube aber, dass wir alle Pokémon, die hier zu fangen sind, haben. Na, kannst du weggehen? Hm. Ah, ja, gegen Clefancer, glaube ich, ne? Gut, dann kümmern wir uns um die zwei hier. Der wird's hier durch? Pech gehabt. Der Weg ist gesperrt. Wir hatten den gerade wach und nehmen unsere Arbeit sehr ernst. Was willst du für mir, Knops? Mach das weg, kommst du unter Dalli. Kann ich die Alte nicht irgendwie. Mal rausnehmen? So, kann ich das irgendwie... Schau mal nicht, ne? Es tut mir sehr leid, aber so eine Maschine wird gerade gewartet. Komm doch bitte etwas später wieder vorbei. Also ich komme nicht weiter, okay? Bist du doch da oben irgendwie... Hi, Uschi, du versuchst mir das Thumbnail für das Spiel. Oh, hallo, du kommst heute zu Alabastia, oder? Du kannst doch sicher, Professor Eich. Du bist gerade die Bestellung von dir angekommen. Aber ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Würdest du mir für mich zum Professor bringen? Ha, wir kriegen doch das Paket. Okay. Danke, das ist echt nett von dir. Richtig, Professor Eich, doch bitte einen schönen Gruß von mir aus. Ja.
Hallo, Kev. Wie verstehst du mich mit Evoli? Nanu? Na, da staune ich aber. Beide seid ja ganz schön unzertrennlich, hm? Du schaffst das Pokémon-Trainer, großes Talent zu besitzen. Oh, weißt du, hast du noch was für mich? Ah, meine Lieferung ist also eingetroffen. Danke, dass du die Mühe gemacht hast, mir sie extra herzubringen. Professor, Professor, mein Pikachu hat eine Attacke erlernt. Wie cool ist das denn? Ist der Evoli einfach so an hier hochgeklettert? Jan, du kommst gerade richtig. Mich hat gerade eine tolle Lieferung erreicht. Hier, das ist für euch. Oh, Himbeeren. Na gut. Sie sehen lecker aus. Nicht so schnell, du Fleckermann. Wieso werden sie für Pokémon gedacht? Wirst du so einem Pokémon eine Himbeere zu? Wolltest du mit deinem Pokéball an, wie sie ist? Freut er sich riesig drüber, weil er sich auch leichter fangen. Sagen Sie das doch gleich. Ich hätte die Beeren beinahe selbst gemampft. Dann wäre das auch geklärt, ihr zwei. Ob ihr möglichst viele Pokémon fangt oder lieber ein paar wenige besonders hochwertig trainiert, bleibt uns ganz überlassen. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß habt. Jo, und dann... Ah, wir können auch kämpfen. Moment. Das Trainer-Dasein besteht nicht nur aus dem Fang von Pokémon. Trainer tragen unterschiedlich... und dann nämlich auch Kämpfe mit ihnen aus. Ich zeig dir mal, wie das geht. Los, kämpfen wir. Sag mir nicht, dass ich die zwei... Gut, zwar tatsächlich, ja. Sieht so aus, ne? Er setzt Pikachu jedenfalls ein. Er hat nur das Pikachu. Und... Evoli ungefähr. Ich finde das ein bisschen unfair. Ich muss diesen Cup-Trainer mal ausschalten. So. Naja, am Anfang mag es vielleicht noch lustig sein, aber ich würde es, wie gesagt, ich würde ihn gerne rausnehmen. So, er setzt auf jeden Fall Donnerschock auf Klo-Fense ein. Das ist natürlich nicht so clever von ihm. Und das war's schon. Der Kampf ist, na gut, relativ simpel eigentlich gewonnen. Level 7 für Knurrfenser. Und die Initiative steigt. Wie? Was? Ich hab schon wieder verloren. Oh Mann, hätte ich den Mund nicht so voll genommen. Peinlich. Ich hätte meine Pokémon von vor unserem ersten Kampf richtig trainieren sollen. Lass es mal wiederholen. Na, wie war dein erster Kampf? Mein Partner Evoli hat sich ganz ausgezeichnet gemacht, muss ich sagen. Ja, gehen wir mal wieder weg. So. Gut, dann würde ich sagen, wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann versuche ich diesen nervigen Kurvtrainer mal auszuschalten. Und dann können wir hoffentlich mit dem nächsten Teil weitermachen. Bis dahin. Tschüss.